Nürburgring beim Truck Grand Prix laufen jede Menge Menschen mit solchen Hüten rum. Ich frage mich, was so einen richtigen Country-Fan eigentlich ausmacht. Und hier habe ich ja wohl die richtigen Ansprechpartner. Der Hut, naja gut, Sonnenschutz eher, ist zweckmäßig gedacht eigentlich. Den habe ich eigentlich nur einmal am Nürburgring, ein Jahr im Jahr an. Sonst ist er eigentlich immer im Schrank drin bei mir. Also bist du gar kein Country-Fan, sondern eher Truck-Fan? Ja, eher Truck-Fan. Country-Musik ist nicht so mein Ding. Okay. Ich war, glaube ich, 14, habe ich zum ersten Mal im Radio Country-Musik gehört. Und da bin ich dann hängen geblieben. Dann kommt man irgendwo in die Szene rein und dann lernt man von anderen ganz viel. Ich konnte vorher noch nicht den Dixie singen, mittlerweile kann ich's. Und mittlerweile bin ich seit über 40 Jahren dabei. Hallo, seid ihr eine Country-Band? Easy, die Country-Band. Das ist das Rheinzeitungsding, ne? Das Rheinzeitungsding. Singen, spielen. Wir dürfen noch nicht. Wir brauchen ein Go. Ich bin jetzt hier auf irgendeinen Wagen geklettert. Wo kommt ihr her und was macht ihr für Musik? Ich bin nur Besucher auf dem Truck. Ich mache überhaupt keine Musik. Musik macht er. Okay, da ist er. Hier, ich bin jetzt da. Was, wo seid ihr her und was macht ihr für Musik? Du bist die Mojane. Genau, was macht ihr für Musik? Wir sind eine Popband und wir dürfen trotzdem beim Rock Grand Prix, beim Truck Grand Prix spielen. Wir sind die Megaband und das ist der lauteste Live-Musik-Truck der Welt, auf dem wir hier fahren. 26.000 Watt. Sieht aus wie eine Country-Lady. Ja. Was hast du an deinem Hut? Oh, Frau Minister, muss ich ihn erstmal abnehmen? Ja, mach das mal. Was sind das? Einmal hier der Tom Astor, da bin ich Fan von. Da steht einfach Country Lady, ja, Route 66. Und das ist ein Stück, wie lange wir schon hier hinkommen. Aber ist nicht alles, der Rest hängt im Auto. Das würde mich dann so lange runterhängen, da hätte ich keine Lust dran. Warum haben Sie das alles an Ihrem Hut dran? Wofür steht das? Das ist absolut spitze. Weil ich das schön finde. Das hat nicht jeder und das ist originell. Wofür steht denn dieser Puschelschwanz? Was ist das für ein Schwanz? Den hast du geerbt. Den habe ich geerbt von meinem Mann. Der hat sich einen neuen gekauft. Also auf jeden Fall gehört Kleidung zum Country-Fan, ja? Heutzutage denke ich nicht mehr. Früher war es mal mehr so, dass die Kleidung irgendwie dazugehörte. Heute nicht mehr so. Warum ziehen Sie sich dann so besonders an? Weil es mir Spaß macht. Ne? Und weil mich hier keiner kennt.